Und herzlich willkommen, ihr hartgesottenen Minecraft-Freunde. Ja, letztes Mal haben wir bei Folge 64 hier den Raum erschaffen und in Folge 65 werden wir jetzt ganz schön noch die Displays erstellen und sowas. Das heißt, ich brauche jetzt hier Computer. Ah, da kann ich eigentlich. Ah, nee. Das kann ich jetzt nicht so gucken. Zack, da sind. Ist wieder alles und jetzt muss ich auf die Computerseite gehen. Damit habe ich nicht was vor. So, kommen wir der Sache jetzt irgendwann mal näher. Oh, was wird denn da für ein Texture? Oh, muss ich aufpassen, dass ich den Baum nicht abpflanze, damit diese Sachen nicht. Oh, warte mal. Passt alles. Sieht ein bisschen komisch aus, die Drohnen da. Aber es sind nicht mehr diese fehlenden Texturen manchmal bei Wien, aber wir sind jetzt alle voll. Das ist super. Oder? Yep. Hier sind so ein paar flache Drohnen wieder. Passt alles. Ist alles okay. Okay. Aber ich suche jetzt die Computerseite. Oh, was war das? Essenzkristall. Okay. Aber wo ist meine Computerseite? Ja, genau. Mu. Bin ich denn hier blöd? Ach, ich suche das jetzt hier, Mensch. Computer. Ach, Mensch, sollte doch richtig schreiben. So, und da brauche ich Gold, Redstone. Gold, Redstone und Glasscheiben waren es, glaube ich, ne? So, da werden wir erstmal fortläufig einen hinsetzen. Danke. Ja, Missing Texture ist natürlich klar. Und Monitor. Da sitze. Da brauche ich eine Glasscheibe und bekomme natürlich mehrere Monitore davon raus. Ich mache jetzt alle in Gold, denn damit kann ich Farbe erkennen. Das ist auch wirklich so, da lässt sich Farbe drauf aufzeichnen. So, das haben wir. Dann gehen wir mal schnell da hinten hin und zeige ich euch das mal. Wie gesagt, wenn das Programm haben wollt, gerne. Aber ich glaube, momentan von den Zuschauern her findet sich, glaube ich, da was für. Von den Zuschauern mäßig her. So. Vielleicht würde ich das auch anders aufteilen. Aber erstmal hier von den. So, 1, 2, 3, 4. Ich probiere es jetzt gerade mal aus, ob es auch mit 4x4 passt. Ich glaube, das war sogar richtig. So, hier hinter kommt der Monitor. Und jetzt muss ich von mir eingeben, den Link könnt ihr nicht direkt eingeben. Pastebin. Get. Und was ich jetzt hier eingebe, das könnt ihr nicht eingeben, weil das sich immer davon abhängt, was ihr davon eingebt. Deswegen braucht ihr das nicht abschreiben. Das bringt relativ wenig, weil ihr nicht auf diesen Link zugreifen könnt. Und da bei mir das Startup reicht, kommt das. Oh nö, hat das schon wieder gefailt hier? Nicht, dass die Seite schon wieder down ist. Ja. Dann werde ich mal kurz einen Cut machen und sehen wir uns gleich. Bis gleich. Tschüssen. So, dann sind wir auch wieder zurück. Ja, ich habe mich schnell beeilt. Ich habe das schon mal schnell vorab gemacht, weil die Seite momentan down ist. Und das dann leider nicht funktioniert vom Server. Da seht ihr das Zentralrechner, aber da komme ich leider nicht dran. Deswegen muss ich das terminieren und muss dann eingeben, weil der Monitor nach hinten ist. Monitor weg. Beziehungsweise können wir ins Edit reingehen. Edit Startup. Und da seht ihr das. Und hier müsst ihr aufpassen, wenn ihr diese Funktion eingibt, diese obere hier, und hier steht Back, dann müsst ihr den Monitor an der Backseite eingeben. Sonst sagt er euch immer ein Fehlercode raus. Und das wäre natürlich nicht schön für euch. So, hier ist Fischfarm, hier ist Holzfarm und hier ist Baumobstfarm. Das ist provisorisch von mir erstmal eingegeben worden, damit ich testweise das habe. Und immer safen, bevor ihr Exit drückt. Das ist immer sehr wichtig. Und jetzt werden wir hier Monitor Back, beziehungsweise erst mo ihr müsst Monitor eingeben, dann welche Seite und dann welches Programm ihr haben möchtet. Und momentan ist es das Running, genau, das läuft. Okay, terminieren. Und hier muss ich jetzt noch Label Set PC1
Dankeschön. Und dann bringen wir es mit dem Rahmen nochmal. So, jetzt ist dieses Texture, also die Textur jetzt natürlich weg, weil der jetzt läuft. Ich weiß nicht, warum das so ist da oben. Seht ihr das auch? Da oben seht ihr das gleich hier an dieser Stelle. Ich weiß nicht, warum dieser Missing Texture da ist. Ich glaube, anscheinend läuft es hier drauf. Und dann müssen wir mal. Ah, warte mal, können wir da hinten eine Bildschirmreihe glaube, das reicht auch vom Bildschirmhöhe. Und hier könnt ihr einfach ganz fröhlich draufklicken. Ja. Und jetzt seht ihr schön in Farbe hier Baum, Baum- und Obstfarben, Holzfarben, Fischfarben. Und jetzt könnt ihr einklicken hier. Ihr wollt alle starten. Oder ihr wollt alle schließen. Geile Sache. Und ihr könnt sie wieder neu starten. Da dann. Um das euch zu zeigen, dass das sogar funktioniert, werde ich mal eben das komplette Programm schließen. Zack. Jetzt resette sie sich wieder von neu an dieser Stelle. Und ich setze hier Redstone dran. Und öffne jetzt wieder hier über den zentralen Rechner die vorhandenen Programme. Und starte jetzt hier alle drei Programme gleichzeitig. Und was passiert? Fast gar nichts, denn hier wurde eingegeben down. Ihr seht, ist down eingegeben. Oder ich glaube up. Oder ist up eingegeben? Up ist eingegeben. Genau. Irgendwas wurde da eingegeben. Aus dem Grund, weil ich frontal nicht das einsetzen konnte, sondern musste es, ich glaube oben. Oben war die Funktion dafür. Schauen wir mal nach. Terminieren bitte. Danke. So, die bleiben jetzt immer noch aktiv. Weil ich das ja nur eigentlich nur in dem Zustand gemacht habe, wo es halt passiert ist. Da Edit Startup. Schauen wir mal eben nach, in welcher Funktion das ist. Ich könnte auch in dem Fall sogar sagen, hier, wenn ich dieses X drücke, dass er sagen, dass ich sage, schreib hin, Farm läuft nicht mehr oder Farm stoppt oder sowas. Kann ich alles hinschreiben. Aber das brauche ich nicht. Da habe ich hier in diesem Fall habe ich einfach nur Leerzeilen gemacht. Da könnte ich jetzt das zum Beispiel reinschreiben. Farm stoppt oder so. Das können wir aber später machen. Ich wollte jetzt erstmal hier schauen, wo ist das denn? Left. White. Warte mal, das müsste jetzt gleich hier kommen. Left, white and top, genau. Hier steht zum Beispiel die Funktion else event ist ein Programm, also das die Funktion davon, der Monitor, also Touch Monitor, dann gibt mir auf diese Koordinaten hier, die ich damit berühre, gebe mir auf diese Koordinaten diese Funktion raus. Sprich, ich klicke auf Koordinaten 21, 7. Na, warte mal, if, genau, dann setzt mir auf den Cursor 1.15 Fischfarm startet. 1.15 ist unten, sprich das würde hier heißen, hier ist 1 und Reihe 15. Und berühre ich aber 26.7, das ist das X, dann sag auf diese gleiche Position gar nichts. Und hier könnte ich zum Beispiel jetzt Color eingeben, was ich gerne haben möchte. Ich weiß gar nicht, was die Farbe für grün war, weil die habe ich jetzt erstmal Color 1 gegeben, da kann ich jetzt auch Color Schieß mich tot eingeben, da wollte ich noch grün eingeben, dass das halt für die Farm läuft. Gut. Wir werden das exitieren, werden das hier starten wieder. So. Dann haben wir das auch, glaube ich. Zack, dann können wir das wieder laufen lassen. Wie gesagt, wenn ich jetzt hier auf 26, 7 war das, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau. 26, 7. Das drücke hier. Ne, das müsste 20, 7 sein. Gucken wir gerade mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Das ist irgendwie mit den Leerzeilen immer ein bisschen komisch. Ich glaube, das ist 20 hier. Ja, das ist 20. Und dann kommt hier Fischfarm startet und das wollte ich dann halt ein bisschen in grün haben. Und dann, wenn ich jetzt hier Fischfarm weg haben will, klicke ich hier drauf. Das ist 26,7. In dem Fall hier ist 21, 22, 23, 24, 25, 26. Dann ist das natürlich weg. Und ich kann das auch wieder hier unterschiedlich, ich kann hier oben
Also ich kann die voneinander abhängig starten lassen und ich kann einfach definieren, schalte das komplette Programm einfach ab und dann schreibe hier nur Zentralrechner hin. Und das ist das Geile daran, was ich finde, dass man das so aufbauen kann. So, jetzt haben wir hier nur ein 4, ja, das passt mit dem 4-mal, ne? Dann machen wir hier nochmal 4-mal hin. Hier eine Reihe hinsetzen und hier nochmal 4-mal. Für später. Und da das nicht bis oben hinreicht, da habe ich das doch nur so drauf aufgeschrieben, dass das nur für 4x3 ist. Das ist doch ganz gut. So, und dann kommen hier ein paar Fackeln rein. Damit sie wenigstens ausgeleuchtet ist. Dann kommen hier vorne noch ein paar Fackeln dran. Zack. So, und hier, ne? Da kommen wir hier dran. Muss ja nicht schrecklich aussehen. Da kommen wir hier dran und da. Machen wir jetzt noch zu Ende und ist eigentlich schon die Folge beendet, weil mein Speicher ist komplett voll. Ich habe zu viel wieder aufgenommen. Deswegen alles Judy. So. So. Und so. Und wenn ich nur Lust habe, kann ich hier noch ein Fenster reinzimmern. Da machen wir links, rechts so eine Fackel hin. Glas habe ich jetzt gerade nicht, aber ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, das läuft jetzt. Ich muss jetzt, glaube ich, immer, wenn ich jetzt hier rausgehe aus dem Spiel, wieder das hier Start absetzen und dann läuft das relativ. Und zum Zusatz. Das machen wir noch eben schnell. Ich habe hier alle eingeschaltet. Oh, es ruckelt. Das heißt, es ist gleich die komplette Festplatte voll. Ich habe beide eingeschaltet. Ihr seht, es ist alles auf Whetstone geschaltet. Jetzt gehe ich hier zum Programm hin und sage löschen. Jetzt ist das komplette Programm resettet und alle Signale sind ausgegangen. Das ist auch mal ein kleiner Vorteil. Das heißt, ich kann mit diesem Eindruck auch alle abschalten. Aber ich kann nicht sagen, ich glaube, ich kann nicht sofort sagen, schalt ab. Nein. Ich glaube, nur wenn ich vorhandene Programme aktiviert habe, kann ich das S drücken. Genau. Ich hätte das zuvor ja schon machen können. Das heißt, wenn ich hier bin, kann ich das drücken. Aber ich habe mir gedacht, erst wenn die Programme offen gerufen sind, schalte erst. Kannst du diese Funktion benutzen hier auf Minimieren. Das ist die geile Sache daran. Ja gut. Ich würde aber dennoch sagen, ich beende die Folge, werde rendern, werde alles hochladen. Dann sehen wir eigentlich schon uns beim nächsten Mal, weil wir nähern uns langsam wie den hunderten Folgen und wir sollten dann schon mal das Applied Energetic System haben. Deswegen würde ich sagen, bis dahin, euer Flash LP und tschüssen.